Schwarzenbeck brauchte nach Rummeniges Vorarbeit nur noch einzuschieben. Das 2:1 durch Rummenige, weder die Gladbacher Verteidiger noch Torhüter Kneipp sahen da gut aus. Und noch keine halbe Stunde war gespielt, da stand es 3:1. Torschütze Niedermeier. Es ist wieder Rummenige, der völlig unbehindert einschießen kann. 4:1. Rummenige. Zur Abwechslung schießt er nicht selbst, aber Jansson kann das auch. 5:1. Die Gladbacher wurden vorgeführt. Das 6:1 war Rummeniges dritter Tagestreffer. Bei den Gladbachern war vom Manchester-Spiel wirklich nur der Tick mit dem Klopapier geblieben. Und schließlich Janssons zweites Tor an diesem Tag zum 7:1 Endstand.